Ja, hallo, dem Mandalorian-Fans, Star Wars-Fans, alle, die mich unterstützen, auch Filmfans oder andere Fans der Filme, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu ein, ja, sogenanntes, ob es jetzt ein Fazit-Video ist, kann man so benennen, wollte ich auch normalerweise auch sagen, ich Fazit-Video zum Thema der Mandalorian-Blaster. Ich hatte ja die Tage ein Unboxing-Video gemacht im Keller. Weil hatte mich auch jemand gefragt, was mit Keller auf sich hat, die Werkstatt, also das ist unten meine zweite YouTube-Studio, also zum Bauen etc. werde ich auch unten Videos machen. Das wird aber etwas paar Zeit noch dauern. Aber ich wollte euch noch mal zeigen, hier zum Thema der Mandalorian Blaster, was ich jetzt schon mal gemacht habe, ist nicht viel, aber was ich jetzt die kommende Zeit weitermachen würde, er wird auch Elektronik reinkriegen und wie ich das mache und wie ich das mache und baue, werde ich euch jetzt hier auf meinem Tisch erklären. Viel Spaß, ja, bei dem Video. So, hier liegt das gute Stück. Es besteht aus Aluminium. Ich habe die eine linke Seite schon mal fertig, diese Platte. Hinten sieht aus wie Tetris. So, hier seht ihr diese Aluminiumteile, die werden alle später verschraubt. Wenn das andere Gehäuse drauf ist, diese Öffnung bleibt erstmal an unten auf, hat einen ganz bestimmten Grund, weil hier kommt die Batteriebox rein. Seht ihr das? So, das bleibt alles hier unten hier komplett auf, damit ich die rausziehen kann. So, muss nur mal schauen, wie ich das mit dem Kabel mache. Das muss ein bisschen verlängert werden, damit es auch rausgeht. Ne? Ich wollte es erst festkleben, dann müsste ich aber hier eine sogenannte Öffnung machen, die ich schieben kann. Und das möchte ich nicht. Also, ich will mir was anderes anfallen lassen. Werde ich mal schauen. Ich muss auf jeden Fall aber hier bisschen nochmal irgendeine Aluminiumplatte draufkleben, komplett überall. Hier. Damit das auch ein bisschen drüber steht, über die Batteriebox. Ihr seht, die Batteriebox ist ein bisschen dicker, höher. Das darf nicht sein. Die muss frei sein. Auch für die Batterien, damit ich das rausnehmen kann, auch natürlich dann wieder neue Batterie reinsetzen kann. So. Hier kommt noch eine Platte noch drauf. Ich habe heute erst noch mal zwei gemacht. Hier sind das Profile, massive, wie der Blaster hier vorne komplett zu ist. Das ist daher, es wird noch mal die rechte Seite gemacht, die wird dann hier drauf befestigt, verschraubt, verklebt, etc. Hier unten wird auch zugemacht. Hier kommt dieser Deko-Hammer drauf. Ich werde mal gucken, dass ich den Ticker machen kann. Diesen Abschlussbügel hier rein. Kontakt mit LED hier rein. Wird hier noch ein Loch gemacht für den Kabel, für den Lauf hier rein. Diesen Deko-Lauf. Hier kommt da vorne diese LED rein. Und wenn ich dann drücke, wird dann die LED betätigt. Wäre ja cool, wenn ich irgendein Feature machen würde, wenn ich auch diesen Hammer betätigen würde. Aber das mache ich nicht. Hat aus dem ganzen Grund wegen das Gesetz. Das mache ich nämlich nicht. Ich werde nur hier einen sogenannten Knopf betätigen, um diesen LED zu betätigen und zu sehen, zu zeigen, dass der Blaster so ein bisschen Deko-Blaster-Schüsse abgibt. Man muss ein bisschen aufpassen, was man baut, und deswegen möchte ich nicht. Welche ein bisschen cool aussehen. Das ist mir auch eben auch so spontan eingefallen. Ich wollte eigentlich keine LED-Funktion machen, weil ich erst gedacht habe, ich habe keinen Platz. Aber dann habe ich dann diese Batterie hier, so Box hier reingesetzt. Ich so, oh, das passt da wunderbar. Nur ich muss das ein bisschen dicker machen, damit das hier alles reinpasst. So, und das wollte ich euch nun mal ganz kurz heute mal zeigen, wie ich das weitermache. Hätte ich auch sagen, zeigen können, wenn der fertig gewesen wäre, aber ich wollte euch noch mal ganz kurz zeigen, wie ich überhaupt so einen Blaster baue. Die anderen sind ja meistens aus Edelstahl gefertigt. Ne? Ich habe ja, wenn man jetzt zum Beispiel ne, so einer Zeit hier sieht und zeigt, das ist natürlich Edelstahl und das ist natürlich etwas schwerer. Aber das ist ein bisschen natürlich leichter. Ich werde natürlich auch andere weiter Blaster bauen, wie Han Solo Blaster. Den habe ich auch einen versprochen bei jemandem, das habe ich auch nicht vergessen. Und ich werde auch diverse Blaster bauen aus den Filmen. Ja, aus den überhaupt Star Wars Filmen, Race Blaster und auch den. Ich werde auch nochmal diesen. Ey, ich habe überhaupt keinen EF Blaster, ne, von den Sturmtrooper. Den will ich auch nochmal bauen und noch herkömmlichen Blaster.
aber das werde ich euch nächstes Jahr zeigen und machen. Erstmal kommt den, dann kommt der Han Solo Blaster dran und dann geht's weiter. So, ihr habt gesehen, wie ich so einen Teil baue, ne? Stückchenweise, wie praktisch wie bei Lego, nur wir haben hier ein Aluminium, was ich verklebe, verschrauben muss. Also, gut. Und der Plan ist im Kopf. Also, gut, das war's schon vom Video. Wenn euch dieses Video gefallen haben solltet, ich hoffe, lasst einen Daumen oben und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns mit Sicherheit hoffentlich am Wochenende gesund in Tage wieder. Ich werde mal gucken, dass ich am Wochenende weitermachen kann am Wochenende. Vielleicht mache ich ein Video auch im Keller, wie ich das weitermache. Dann sehen wir uns. Euer Mai. Bis dann. Ciao.